In dem Video wollte ich kurz mal das Thema von Selbstzweifeln oder auch ja, depressiven Phasen, sage ich jetzt mal, auch während Reinigungsphasen, während Entgiftungsphasen darauf eingehen. Weil vielen ist dieser Prozess der Entgiftung, der Reinigung noch gar nicht so bewusst. Und wenn du dann auch jetzt, wenn du das Video anschaust und noch gar nichts damit anfangen kannst, von diesem Reinigungsprozess her, was die Entgiftung, die körperlichen Prozesse da angeht, dann schau dich am besten erstmal auf meinem YouTube-Kanal noch ein bisschen um. Gerade diese Videos eben zur Reinigung, gib das mal ein, da ist so ein kleines Lupensymbol auf dem Kanal, da kannst du nochmal suchen. Beziehungsweise Thema Entgiftung ist auch Arnold Ehret, eine super Anlauf. Stelle, Professor Arnold Ehret, gibt es auch kostenlose Schriften. Also auf meiner Webseite habe ich ein ganzes Abteil mit kostenlosen Downloads, kannst du dir anschauen und dich da erstmal einlesen in die Thematik. Ansonsten ist es vielleicht noch ein bisschen weit weg, was ich jetzt in dem Video eben erzähle. Aber um zu dem Punkt zu kommen, weil viele von euch, die vielleicht da schon weitergegangen sind auf dem Weg, gemerkt haben, hey, man macht irgendwie mal einen Fasten, man macht eine Reinigungsprozedur, man macht mal irgendwie ein paar Wochen Rohkost oder man macht ein paar Tage mal nur Wassermelonen, egal was. Man macht irgendeine Reinigungskur mal ein paar Tage, ein paar Wochen und dann merkst du eventuell schon wieder emotionale Themen hochkommen. Sachen, die sich angestaut haben. Zustände, die man sich mal geschaffen hat, die aber da noch eingespeichert sind, auch im Körper. Deswegen kommen sie eben durch solche körperlichen Reinigungen wieder raus, weil im Körper drückt sich natürlich auch immer alles aus. Also ich hoffe, die ganzheitliche Ebene ist dir da so ein bisschen bewusst. Vom Militär kennt man es vielleicht auch ganz gut, wenn gerade gestanden wird. Und im Gleichschritt marschiert wird, dann bildet das eine gewisse Emotion. Oder wenn jemand irgendwie ganz offen dasteht, sich freut und grinst, dann hat er auch einen Ausdruck. Oder jeder diese geöffneten Arme ist einfach dieser Ausdruck von Freiheit. So eine geöffnete Position. Und diese Haltungen drücken sich in Stimmungen aus und wenn du über die körperliche Ebene gehst und diese körperliche Ebene reinigst, dann kommen auch wieder Ängste, Selbstzweifel oder andere Sachen hoch, die man verdrängt hat, können eben auch dann, je nachdem wie tief man da geht, ist wie so ein Zwiebelprinzip, man kommt immer näher an Kern und schält da eine Schicht nach der anderen ab. Dann kommt man da immer mehr zum Kern und es können eben auch Erinnerungen aus der Kindheit sein. Also auch wenn du mal überlegst, wie lange erinnerst du dich eigentlich zurück? Normalerweise erinnert man sich nicht mehr an Dinge, die man gerade nicht verarbeiten kann. Und umso mehr du diesen Weg gehst, wirst du auch feststellen, weil ja, vielen ist eben nicht bewusst, wie tiefgreifend das ist. Du gehst zurück. Normalerweise kannst du dich an alles erinnern aus deinem Leben. Wenn du dich an was nicht erinnerst, dann ist es immer, weil du es damals noch nicht verarbeiten konntest. Und es ist auch gut so, dass du das dann erstmal beiseite gelassen hast. Und wenn du dann soweit bist, dann kommt es hoch. Und dann kannst du es annehmen, dann kommt es nochmal raus. Geht ganz angenehm und schnell, wenn du eine eigene Stabilität entwickelst, aber das dauert, dann beurteilst du das nicht mehr so. Dann kommen diese Sachen, die rauskommen, die sind wie schlechtes Wetter. Du kannst dir in dem Moment, wo sowas rauskommt, kannst du dir bewusst sein, wenn du das lernst, diese Fähigkeit entwickelst, Emotionen wirklich zu verarbeiten, dauert natürlich ein bisschen, ist eine Fähigkeit wie Klavierspielen, das lernst du erst über Dauer. Das ist jetzt nicht, wenn du ein Buch liest, kannst du Klavier spielen, sondern du übst es. So. Und wenn du lernst, diese Emotionen zu verarbeiten
und das Bewusstsein aufzubauen, die Stabilität, die Klarheit, die Balance, dann ist es dir eben möglich, in solchen Reinigungsphasen da wirklich stabil zu sein, auch emotional. Und dann kommt immer mehr das Strahlen in deine Augen zurück. Und das ist eigentlich der Zustand, wo es hingehen soll. Und das wünsche ich dir und jedem Menschen auf der Welt, dass er diesen Zustand wieder erfahren kann. Aber sowas ist natürlich ein längerer Prozess, wo man das lernt, diese Fähigkeit sich aneignet. Also da braucht es ein Commitment. Wenn du Tennis lernen, spielen willst, dann musst du jeden Tag auf den Platz gehen. Ein Jahr lang. Nicht davon reden, ein Jahr lang, sondern auf den Platz gehen, was machen. Darum geht es mir. Wenn du möchtest, können wir das gern zusammen machen. Ich kann dir gerne Anleitung geben und dir das zeigen, wie das funktioniert. Und du kannst sehr gern von meinen Fehlern lernen und dir die ersparen und das Ganze ein bisschen schneller. Ein bisschen viel schneller. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Bis dann.